Das ist Ilse-Marie Süßkind. Und das ist Norbert Postler. Beide haben Knieprobleme. Ilse-Marie Süßkind ist Kassenpatientin. Norbert Postler ist Privatpatient. Zwei Menschen, zwei Krankenversicherungssysteme. Wir begleiten die beiden Patienten bei ihrer Behandlung, in der Praxis, der Klinik und bei der Reha. Wer ist der Gewinner und wer ist der Verlierer des dualen Gesundheitssystems? Ilse-Marie Süßkind hat mal wieder einen Termin bei ihrem Orthopäden, da ihr Knie schmerzt. Als Kassenpatientin muss sie ihre Versichertenkarte am Empfang abgeben. Darauf steht ihr Name und ihre Anschrift und wie oft sie im Quartal schon da war. Ihre digitale Krankenakte ist auf dem Praxiscomputer gespeichert. Dann dürfen Sie im Wartezimmer bleiben. Danke. Dankeschön. Die 73-Jährige hat schon nach ein paar Tagen einen Termin bekommen. Bei manchen Ärzten dauert die Wartezeit jedoch mehrere Monate. Im Durchschnitt warten Kassenpatienten 16 Tage auf einen Termin. So das Ergebnis einer Studie der Uni Hamburg. Hallo Frau Süßkind. So. Was kann ich denn für Sie tun? Mein Knie macht mir Beschwerden. Das Knie macht Beschwerden. Gibt es denn besondere Situationen, in denen es besonders dolle weh tut? Ja, beim Einsteigen oder Treppensteigen. Ja, beim Treppensteigen. Ja. Eher Treppe hoch oder eher Treppe runter? Beides. Beides schon. Ilse-Marie Süßkind hat schon seit Monaten immer stärker werdende Schmerzen im Kniegelenk. Schmerzstillende Spritzen und Krankengymnastik brachten bisher keine Besserung. Wenn ich hier drücke, tut das weh? Ja. Druckschmerz, medialer Gelenk. Sie war bereits dreimal in diesem Quartal bei ihrem Arzt Knut Christoph Allmann. Doch egal wie oft sie kommt, er erhält nur 22 Euro im Quartal von ihrer Krankenkasse. Wenn man wirklich diese Durchschnittswerte nimmt, das habe ich halt überschlagen, dann ist es halt so, dass ich tatsächlich gerade so viel verdiene wie die Helferin in der Praxis. Das bedeutet, das kann ich im gesetzlichen Krankenversicherungssystem eigentlich nur dann steigern, wenn ich mehr Fallzahlen, also mehr Patienten im Quartal sehe. Und damit bleibt natürlich weniger Zeit pro Patient. Im Schnitt sind es bei ihm 10 Minuten pro Patient. Ich weiß nicht, ich habe das immer das Gefühl, das muss so schnell gehen, weil der Nächste wartet ja auch schon. Das finde ich nicht in Ordnung. Der Arzt schickt Frau Süßkind zum Röntgen nebenan. Für solche Untersuchungen erhalten die Ärzte zusätzlich Geld. Rund 10 Euro, so die Vergütungsvorgabe der Kassen. Sie erkennen eigentlich, dass die Gelenkspalte noch relativ weit sind bei Ihnen. Aber hier erkennt man schon so Hieven, so Unregelmäßigkeiten drin. Hier ist auch schon so ein kleiner Sporn nach außen. Und das verursacht sicherlich die starken Schmerzen, gerade auch beim Treppensteigen. Ja. Spritzen irgendwie, dass man das noch ein bisschen hinauszögern könnte? Oder? Das halte ich bei Ihrem Fall schon für ein bisschen schwierig. So knorpelaufbauende Spritzen, wie man ja dazu sagt, beim Hyaluron, das würde ich jetzt bei Ihnen nicht mehr empfehlen. Das ist ja auch eine relativ teure Geschichte. Hyaluronsäure ist eine knorpelähnliche Substanz. Eine Therapie kann zwischen 150 und 400 Euro kosten. Das ist halt keine Kassenleistung. Das bedeutet, die Kosten muss der Patient selbst übernehmen, selbst tragen. Bei Privatpatienten wird es häufig von den Kassen ersetzt. Das Kniegelenk ist mittlerweile so zerstört, dass der Arzt zu einer Knieprothese rät. Er schreibt deshalb eine Überweisung für die Klinik. Sie sind Frau Süßkind, richtig? Ja. So, ja, danke. Ja, danke. Ja, tschüss. Tschüss. Nach jeder Behandlung dokumentiert Dr. Allmann die Diagnose und Therapie im Computer. Für alle orthopädischen Behandlungen bei Kassenpatienten über 59 Jahre gilt die Abrechnungsziffer 18212. Egal, was gemacht wird. Das sind die 22 Euro pro Quartal. Zu wenig, beklagen die Ärzte. Insbesondere stört mich, dass halt wiederkehrende Arztbesuche von Patienten, sei es wegen verschiedener Erkrankungen in einem Quartal oder sei es auch zu notwendigen Kontrollen und Verlaufsbeobachtungen, dass die nicht honoriert werden. Bei Norbert Postler, dem Privatpatienten, läuft alles ein bisschen anders. Seit 2 Jahren hat der 65-Jährige Knieprobleme. Mittlerweile kann er nur noch mit Gehhilfen laufen. Seine Frau begleitet ihn zum Orthopäden. Hallo,
Postler. Ja, mit meinem Knie, das ist wieder schlimmer geworden. Ja, Sie haben heute einen Termin, Herr Postler. Ne? Ich ja. sehe schon so. In der Praxis ist ihr Stammpatient und muss deshalb keine Chipkarte abgeben. Er bekommt die Rechnung nach Hause geschickt. Für seine Privatpatienten hat Jan Schöder nachmittags separate Sprechstunden. Die Kassenpatienten kommen vormittags. Was unter anderem ein Aspekt war, dass es durchaus Streitigkeiten gab zwischen gesetzlich und privatversicherten Patienten in unseren Räumen, wer wie lange warten muss. Und dass das Personal natürlich nicht immer auffangen kann und oft in, oder manchmal zumindest in Konfliktsituationen hineingezogen werden, die wir so nicht haben wollen bei uns in der Praxis. Streitpunkt Wartezeit. Privatpatienten bekommen tatsächlich viel schneller einen Termin als Kassenpatienten. Im Durchschnitt nach 7 Tagen. So das Ergebnis der Hamburger Studie. Wenn man anruft und einen Termin haben möchte, dann wird ja meistens gefragt, wie sind Sie versichert? Und wenn man sagt, man ist privat versichert, dann geht es in der Regel schneller. Wenn man das nicht gleich, manche Praxen fragen das ja auch nicht, und wenn man das dann aber selber erwähnt, weil man ja um diese Sache weiß, dass es so ist, dass man schneller einen Termin bekommt, dann geht es meistens, wenn sie vorher gesagt haben, in 2 Monaten, dann geht es auch nächste Woche. Allein für das Patientengespräch kann der Arzt je nach Länge zwischen 10 und 20 Euro abrechnen. So, wie geht's Ihrem Knie? Schlecht. Wir hatten ja da so eine Kortisonspritze reingesetzt, weil es so stark geschwollen war. War das dann noch etwas besser? War kurzzeitig besser, hat sich dann aber nach wenigen Tagen wieder verschlimmert. Das Knie ist geschwollen und lässt sich nicht mehr strecken. Jan Schöder überprüft die Beweglichkeit. Wenn ich jetzt beuge, ist das schmerzhaft? Ja. Für eine Untersuchung bekommt der Arzt zusätzlich zu dem Beratungsgespräch weitere 21 Euro. Dort auch. Wahrscheinlich wird für Sie eine endoprothetische Versorgung die richtige Lösung sein, weil ich glaube nicht, dass wir mit konservativen Maßnahmen hier jetzt noch groß weiterkommen. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass wir hier mehr Stabilität in ihr Knie hineinbekommen, weil auch die Streckung nicht mehr richtig funktioniert. Also die markanten Stellen, wo wir... Das Röntgenbild, das Jan Schöder in seiner Praxis anfertigt, kann er mit 38 Euro abrechnen. An der Innenseite hier die der entscheidende Unterschied ist aber, dass es eine transparente Vergütung ist. Das heißt, ich erstelle eine Rechnung, die bekommt der Postler und kann dementsprechend nachschauen, ob die Leistungen, die darauf stehen, durchgeführt werden oder durchgeführt wurden und die dementsprechend bei seiner Kasse einreichen, während das im gesetzlichen System eher pauschal erfolgt nach einem sehr komplizierten Schlüssel. Jan Schöder hat mit 20% einen relativ hohen Anteil an Privatpatienten. So kann er die Einnahmen seiner Praxis steigern. Je mehr Privatpatienten, desto mehr Geld lässt sich erwirtschaften. Die Gebührenordnung für Ärzte gibt den Rahmen der Beträge an, die für die Privatpatienten berechnet werden können. Anders als bei Kassenpatienten, je nach Aufwand für jede Behandlung und jedes Gespräch einzeln. Für Kassenpatientin Ilse-Marie Süßkind gibt es inklusive Röntgenbild 32 Euro für die Behandlung pro Quartal. Für den Privatpatienten Norbert Postler rechnet der Arzt mit 69 Euro, bei gleicher Leistung gut doppelt so viel ab, und das pro Besuch. Da Ärzte bei Privatpatienten alles einzeln abrechnen können, laufen die Patienten Gefahr, mehr Behandlungen als nötig zu bekommen. Die werden einfach, aus meiner Sicht jedenfalls, häufig zu schnell wieder einbestellt, zu häufig einbestellt, damit man sie abrechnen kann. Das heißt, Privatpatienten sind abrechenbare Objekte, das muss man ganz deutlich so sagen. Der wirtschaftliche Erfolg einer Praxis misst sich also nicht an der Qualität der Behandlung, sondern am Anteil der Privatpatienten. Insofern ist es sicherlich aus Sicht der Ärzte nachvollziehbar, dass sie hier den Privatpatienten einen besonderen Rang einräumen. Aber insgesamt führt es natürlich dazu, dass sehr viel Unzufriedenheit im System entsteht, weil sich eben die GKV-Patienten doch hinterangestellt fühlen. Fächelte, ein Dorf nahe Braunschweig. Ilse-Marie Süßkind wartet zu Hause sehnsüchtig auf den Termin in der Klinik. Alle Bewegungen werden immer schmerzhafter. Ja, lange laufen kann ich nicht. Also so weite Strecken, so stundenlang geht nicht mehr.
Wir sind sonst von unserem Ort zum nächsten Ort, einen Kilometer. Klappt nicht mehr. Auch die Gartenarbeit wird zur körperlichen Qual. Wenn ich knie, wenn ich so in die Hocke gehe, ne? Hier im Kniegelenk, dann tut das natürlich wie. Ich weiß es nicht, wie es ist nach der Operation. Weiß ich ja nicht, ne? Ich hoffe, dass es besser ist, aber. Denn so kann es ja auch nicht weitergehen. Dann. Gehen wir langsam wieder runter? Ja, so ist es richtig. Ich muss sowieso immer aufpassen. Ja. Das Ehepaar Süßkind ist wie 90% der Bevölkerung schon immer in der gesetzlichen Krankenversicherung. Als Hausfrau war sie bei ihrem Mann mitversichert. Heute bezahlt das Ehepaar monatlich 325 Euro von der Rente an die Kasse. So, wir haben hier dann die Krankenversicherung meiner Frau. Es gibt keinen Versicherungsschein im eigentlichen Sinne, sondern nur eine Information. Mehr Unterlagen gibt es nicht. Das ist nun mal in der gesetzlichen Krankenversicherung so, dass da keinerlei Unterlagen existieren. Das liegt daran, dass die Kommunikation nicht über die Patienten läuft, sondern zwischen den Kassen und den Ärzten. Seit 2015 beträgt der Beitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung 14,6% des Bruttolohns. Die Hälfte übernimmt der Arbeitgeber, die andere der Arbeitnehmer. Anfallende Zusatzbeiträge der einzelnen Kassen muss seither der Versicherte allein bezahlen. Norbert Postler wohnt im vierten Stock. Einen Fahrstuhl gibt es nicht. In den letzten Monaten verlässt er die Wohnung fast gar nicht mehr. Täglich nimmt er Tabletten. Aber die Schmerzen werden kaum weniger. Auch er wartet sehnsüchtig auf den Tag der Operation, damit sein Leben endlich wieder normal wird. Ich gehe gern angeln und so Fliegenfischen. Und da ist man ja ständig am Hin- und Herlaufen. Und das kann ich natürlich jetzt im Moment überhaupt nicht mehr machen. Und wie gesagt, ich habe natürlich auch permanent Schmerzen. Und damit möchte ich auch nicht weiterleben. I went down to Joe's Pool. Nur einmal in der Woche, immer freitags, geht er noch aus dem Haus zum Probenabend mit seiner Jazzband. Norbert Postler ist ehemaliger Postmitarbeiter. Als Beamter konnte er sich privat versichern. Da er noch zusätzlich eine hohe Beihilfe seines Arbeitgebers bekommt, hat er mit 410 Euro einen günstigen Tarif für einen Privatversicherten. Nach jedem Arztbesuch muss er die Rechnungsbelege bei seiner Kasse einreichen. Ich muss dann immer so einen Eintrag ausfüllen und gebe meine Belege hier ein. Unterschreibe, schicke das hin und bekomme das dann manchmal voll ersetzt, aber nicht immer. Also es bleiben auch oft Restbeträge. Und dann? Ja, dann muss ich das aus meiner Tasche bezahlen. Anders als bei der gesetzlichen Versicherung ist nicht die Kasse, sondern der Patient der Vertragspartner des Arztes. Deshalb muss Norbert Postler die Rechnungen selbst überprüfen. Bei Rechnungen wie dieser von einem Nuklearmediziner ist das nicht einfach. Also erstmal bezahlt man eine Beratung, auch telefonisch. Da hat man die Türklinke in der Hand, das muss man schon bezahlen. Dann ein ausführlicher Bericht, Blutentnahme aus Vene, Höchstwert, weiß ich, H4. Dann gibt es da so Abkürzungen, mit denen ich absolut nichts anfangen kann. Ja. Die meisten Sachen sind für mich ein Rätsel. Ich kann das nicht beurteilen. Dennoch muss der Patient darüber entscheiden, ob die Rechnung korrekt ist. Einsprüche muss er selbst beim Arzt vorbringen. Das machen aber nur wenige Patienten. So werden die Abrechnungen kaum fachlich geprüft. Ein weiterer Unterschied im dualen Versicherungssystem ist, wie sich die Beiträge zusammensetzen. In den gesetzlichen Kassen bestimmt das Einkommen und somit die finanzielle Leistungsfähigkeit den Beitrag. Bei den Privaten dagegen das Alter und der Gesundheitszustand. Dadurch steigen mit zunehmendem Alter auch die Prämien. Es gibt Beispiele,
bei denen eben jüngere Menschen mit etwa 300 Euro umgerechnet begonnen haben, ihre Prämien zu zahlen. Und man landet schnell bei 700, 800 Euro im Monat. Das ist fast ein Durchschnitt. Und es gibt auch Beispiele, wo man 2.000 bis 3.000 Euro im Monat zu zahlen hat. Also insofern ist die Dramatik der Steigerung dieser Prämien tatsächlich für viele Menschen ausgesprochen problematisch. Und man muss einfach erkennen, dass später, wenn dann nur noch die Rentenzahlung da ist, im Grunde genommen oftmals ein Drittel bis zur Hälfte und noch mehr von der Rente allein für die Krankenversicherung weggeht. Doch wer ist eigentlich in welcher Kasse versichert? Die gesetzliche Krankenversicherung hat 72 Millionen Mitglieder. Jeder kann dort Mitglied werden. 46% sind Pflichtversicherte. 23% sind Familienangehörige, das sind Kinder oder Ehepartner ohne Einkommen. 23% sind Rentner. 8% sind freiwillig Versicherte, die sich auch privat versichern könnten. Die privaten Krankenkassen haben 9 Millionen Mitglieder. Diejenigen, die sich von der gesetzlichen Versicherungspflicht befreien können. Das sind zu 50% Beamte. 23% Pensionäre und Rentner, die schon immer privat versichert waren. 15% Selbstständige. Und 12% Besserverdienende, die über der Beitragsbemessungsgrenze von 4.350 Euro monatlich liegen. 220 Milliarden Euro betragen die Einnahmen der gesetzlichen Krankenversicherungen. 35 Milliarden Euro die der privaten. Das Herzogin Elisabeth Hospital in Braunschweig. Hierhin hat der Orthopäde seine Patientin Ilse Marie Süßkind überwiesen. Für jeden Tag in der Klinik müssen gesetzlich Versicherte 10 Euro Eigenanteil zahlen. Ilse Marie Süßkind hat 2 Monate gewartet, bis sie hier einen Termin bekam. Die letzten Voruntersuchungen vor der Operation, Routine im Krankenhaus. Der Arzt nimmt Blut ab, kontrolliert die Röntgenbilder und erklärt die Operation. Frau Süßkind, es geht jetzt um die Knieprothesenimplantation. Dafür würde ich Sie jetzt gerne aufklären. Also, wir beginnen die Operation mit einem Hautschnitt vorne über Ihr linkes Kniegelenk, eröffnen die Gelenkkapsel. Dann werden die Gelenkflächen eckig hier abgeschnitten, sowohl für den Oberschenkel als auch für den Unterschenkel. Und danach wird die Oberflächenprothese, die vorher mit Zement behaftet wird, hier eingeschlagen. Sowohl für den Oberschenkel als auch für das Schienbein. Das Aufklärungsgespräch führt nicht immer derjenige durch, der auch operiert. Während der Beratung kommt die Chirurgin Katharina Michalke vorbei, die Ilse Marie Süßkind morgen operieren soll. Sie will sich schnell einen eigenen Eindruck von der Patientin machen. Recht. Okay. Gut. Alles klar. Können Sie schon wieder anziehen? Mhm. Das war's von meiner Seite. Ja, so ein bisschen mulmig ist mir schon zumute. Ja, also bin froh, wenn ich es hinter mir habe. Ablauf ja schon jetzt hier sehen, wie das morgen ablaufen soll. Ne? Aber das ist ja anders, als wenn es wirklich angeht. Ne? Ilse Marie Süßkind bezieht ihr Zimmer auf der Normalstation. Ein Dreibettzimmer. Das ist für gesetzlich Versicherte in den meisten Kliniken der Standard. Die Zimmer sind in erster Linie zweckmäßig eingerichtet. Große Auswahl beim typischen Krankenhausessen gibt es nicht. Fehlt ein bisschen Salz, oder? Ja, das ist gut. Wenn man rumräumen kann. Ja. Und die Suppe auch. Die kommt ein bisschen. Aber gut. Als Kassenpatient steht ja nur ein Mehrbettzimmer zu. Dreibettzimmer, Vierbettzimmer. So, und ich sage eben, meine Frau soll jetzt in ein Zweibettzimmer und dann muss ich einen zubezahlen, was weiß ich, 50 Euro pro Tag oder 60 Euro. Und das bezahle ich dazu praktisch aus dem privaten Bereich. Dann ist das Thema erledigt. Während die ganzen Behandlungskosten natürlich über die gesetzliche gehen.
Für diese Wahlleistung Unterkunft kann jeder Kassenpatient zuzahlen und so zum Privatpatienten werden. In dieser Klinik sind das rund 65 Euro pro Tag für ein Zweibettzimmer und 116 Euro für ein Einbettzimmer auf der Privatstation. Eine Chefarztbehandlung ist allerdings nicht mit drin. Immer mehr Kassenpatienten wählen, wie Ilse-Marie Süßkind, private Zusatzleistungen im Krankenhaus. Dasselbe Krankenhaus, aber ein anderer Patient. Denn auch Norbert Postler wird hier operiert. Als Privatpatient hat er aber nicht nur Anspruch auf ein Komfortzimmer, sondern auch auf eine Chefarztbehandlung. Der Wartebereich für Privatversicherte unterscheidet sich deutlich von dem der Kassenpatienten. Und Norbert Postler musste auch nur einen Monat auf seinen Termin warten. Immer ist mir das auch nicht recht, weil viel darüber geredet wird. Ne, auch in unserem Bekannten- und Freundeskreis und Verwandtschaft, die sagen immer, ja, ihr seid ja privat und ihr kommt ja schnell an eine Reihe. Und dann ist mir das auch unangenehm. Ich würde auch warten auf einen Termin. Manchmal ist es von Vorteil, weil wenn man wirklich mal dringlich, aber ich finde das nicht so sehr gerecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Guten Tag. Frau Postler, guten Tag. Herzlich willkommen. Morgen geht's rund. Professor Karl-Dieter Heller untersucht und informiert Norbert Postler persönlich. Er ist auch derjenige, der ihn am nächsten Tag operieren wird. Und beugen geht wie weit? Das geht noch relativ gut. Na, jetzt tut's weh. Für die Untersuchung durch den Chefarzt erhält der Patient eine zusätzliche Rechnung. Ähnlich wie beim niedergelassenen Arzt rechnet die Klinik bei Norbert Postler mehr ab als beim Kassenpatienten. Also wir versuchen natürlich beim Kassenpatienten genauso viel Therapie zu machen wie beim Privatpatienten. Aber es ist selbstverständlich so, dass beim Privatpatienten gewisse Leistungen auch stationär on top bezahlt werden, die beim gesetzlich versicherten Patienten nicht bezahlt werden. Ja. Das heißt, wir nehmen morgen eine Prothese. Wie in den Arztpraxen bringen Privatpatienten also auch in der Klinik zusätzliche Einnahmen. Das heißt, das Weiße ist ihr Knochen. Sie sind deshalb auch hier gern gesehen. Bänder. Man schneidet dann den Oberschenkel kastenförmig zu, so wie hier. Da kommt dieses Metall drauf. Ist wie eine Krone über den Zahn. Das heißt, man kann anders als die Kassenpatienten können sich Privatversicherte den Arzt, der sie behandeln soll, selbst aussuchen. Also ich finde das schon, dass das ein Vorteil ist. Denn es geht ja immer darum, andere Ärzte, du weißt nicht, wie oft die so eine OP machen. Und da fühlt man sich dann bei so einem Professor, der das schon viel und oft gemacht hat, doch viel besser aufgehoben. Norbert Postler bezieht sein Komfortzimmer oben im 6. Stock der Klinik. Hierhin kommen nur Privatpatienten oder Kassenpatienten, die viel zuzahlen. Auf seinem Zimmer hat er Handtücher, Shampoo und Duschgel. An der Wand hängen die Sonderleistungen, die ein Privatpatient hier bekommt. Von der täglichen Zeitung über kostenloses WLAN bis hin zum Bademantel. Auf dieser Station gibt es auch eine Wahlleistungs-Service-Managerin, die sich um die besonderen Wünsche der Privatpatienten kümmert. Ein Joghurt? Ein Fruchtjoghurt, ja. Ja. Ein Serrano-Schinken? Genau, den hat sie sich ausgesucht. Den Orangensaft? Ja. Den Orangensaft. Orangensaft, genau. Gut. Zum Mittagessen, was möchte sie da? Morgen das Rumpsteak. Ja, mit einem Tagesdessert dazu? Ja. Die Patienten können verschiedene Gerichte aus einer Speisekarte aussuchen. So wird die Klinik fast zum Hotel für die privilegierten Privatpatienten. So, ich wollte Ihnen einmal das Mittagessen geben. Ja, danke schön. Doch Norbert Postler interessiert sich im Moment weniger für das Essen als vielmehr für die medizinischen Leistungen der Klinik. Ich bin froh, dass es endlich gemacht wird, weil das ist schon ganz schön schmerzhaft. Da muss schon was passieren. Und je schneller das geht, desto froher bin ich. Also Angst habe ich davon nicht. Die Vorgespräche in der Klinik verlaufen zwar ähnlich, aber der Privatpatient genießt eine persönliche Betreuung durch den Chefarzt. Dafür stellt der aber auch eine extra Rechnung. Je mehr Komfort, desto mehr Geld. Auf diese Zusatzeinnahmen durch die wenigen Privatpatienten sind die Kliniken angewiesen. Gute Medizin allein reicht nicht.
Wir haben ja schon 50% der Kliniken, die nicht mehr kostendeckend arbeiten, obwohl sie auch Privatpatienten behandeln. Ich bin sicher, wenn dieses Zubrot, so darf ich es mal nennen, dieser Mehrumsatz wegfällt, werden viele Kliniken noch größere Probleme bekommen, ganz sicher. Aber wie viel verdienen die Kliniken mit den ärztlichen Leistungen? Und gibt es auch hier Unterschiede zwischen Kassen und Privatpatienten? Morgenvisite. Mit dabei ist Ulrike Kasten, die Kodierungsassistentin. Sie erfasst alle Daten, die mit den Kassen abgerechnet werden. Medikamente, Verbände und Verordnungen. Aus dem Schwesternzimmer holt sie sich die Neuaufnahmen. Also auch die Akte von Ilse Marie Süßkind. Alle Patienten, die zu uns kommen, sind ja krank, haben eine Krankheit. Zum Beispiel hier auf Station sind es ganz viel Arthrosen, sollen ein neues Gelenk bekommen. Und das gebe ich hier alles mit einer Nummer ein. Und im weiteren Verlauf, was an dem Patienten gemacht wird, ist er operiert worden, hat er Krankengymnastik bekommen, hat er Röntgen bekommen. Das gebe ich auch alles mit einer Nummer ein, dass der ganze Verlauf festgehalten wird. Und so geht das am Ende auch zur Abrechnung zu den Kassen. Unabhängig von diesen Verlaufsdaten gibt es für alle Knieprothesen eine übergeordnete Fallpauschale, auf Englisch DRG. Die gilt auch für Ilse Marie Süßkind. Ja, die bekommt eine Knieprothese und das ist eine bestimmte DRG. Das ist in diesem Fall die I44B. Und da sind wir bei 7.559 Euro. Für Ilse Marie Süßkind und Norbert Postler bekommt die Klinik die gleiche Fallpauschale. Die Kassen haben sich darauf geeinigt. Aber bei den Privatpatienten wird jeder Handgriff des Chefarztes noch einmal extra berechnet. So wie in diesem Beispiel einer anderen Knieprothese. Ich habe jetzt einmal eine Abrechnung von Herrn Professor Heller. Diese Leistungen werden dann jeweils extra in Rechnung gestellt. Und da sind dann auch Einzelkomponenten aufgeführt, wie zum Beispiel Untersuchungen, Sonografien, OP-Leistungen. In Summe würde sich hier beispielhaft ein Betrag von 2.300 Euro ergeben. Je nach Vertrag geht zwischen 20-50% dieser Summe an den Chefarzt persönlich. Den Rest behält die Klinik. Das Braunschweiger Krankenhaus hat mit 20% einen hohen Anteil an Privatpatienten. Sie bringen über Komfortzimmer und Chefarztbehandlung zusätzliches Geld in die Kasse. Das kann allerdings auch zu Fehlanreizen führen. Immer dann, wenn man privat abrechnen kann und die Patientinnen und Patienten einen Vertrag haben, praktisch mit dem Arzt, der hier behandelt, dann ist immer die Gefahr naheliegend, dass doch auch mehr gemacht wird als notwendig, weil der Arzt auch wiederum Verträge hat mit dem Krankenhaus, in dem möglicherweise auch eine Umsatzorientierung vorhanden ist oder auch verankert worden ist. Insofern kontrolliert im Grunde genommen keiner diese Rechnungen, es sei denn, der Patient weiß sehr gut Bescheid. Am nächsten Morgen, kurz vor der Operation. Ilse Marie Süßkind muss noch eine Beruhigungstablette nehmen. Und sind Sie jetzt nervös vor der Operation? Oh ja. Mittlerweile liegt sie dank der privaten Zuzahlung in einem Zweibett-Komfortzimmer. Aber das interessiert sie heute früh nicht. Katharina Michalke bereitet sich auf die Operation vor. Fast täglich macht sie diesen Eingriff. Das Knie von Frau Süßkind wird desinfiziert. Operationsroutine. In den Kartons sind die Prothesen speziell für Ilse Marie Süßkind. Alle Produkte und Materialien, die während der Operation benutzt werden, muss eine Assistentin erfassen. Die Prothesen ebenso wie jedes Instrument, jeden Faden und jedes Tuch. Alles muss nachvollziehbar sein. Nach 1,5 Stunden vernäht Katharina Michalke die Wunde. Am Ende gibt sie selbst alle Daten über den Ablauf der Operation ein. Das ist dann die Aufgabe des Operateurs nach der Operation, sowohl die zugrunde gelegte Diagnose als auch die durchgeführte Prozedur zu verschlüsseln, damit dann auch das Krankenhaus für diesen Fall das notwendige Geld bekommt. Die Chirurgin sitzt noch hinten am PC, während schon für die nächste OP geputzt wird.
Ein paar Tage später, oben im 6. Stock, wartet auch Norbert Postler auf seine Operation. Ich freue mich eher, dass es losgeht. Also nervös bin ich eigentlich überhaupt nicht. Und endlich geht es los. Es kann nur besser werden. Ich gehe davon aus, dass nach der Operation zwar noch Beschwerden da sind, aber die nicht in dieser Größenordnung da sind wie jetzt. Das ist einmal so eine Haube. So, dann mache ich einmal das Hemdchen hinten auf und klaue ihm leider einmal das Kissen. 700 künstliche Knie werden in dieser Klinik pro Jahr implantiert. Um die Qualität zu garantieren, gibt es eine Mindestmenge von 50 Prothesen jährlich, die eine Klinik vorweisen muss, um diese Operation überhaupt durchführen zu dürfen. Das hat bundesweit zu einem Anstieg der Implantate geführt. Wenn Sie jetzt als Klinik nur bezahlt werden, wenn Sie 50 Knie operieren im Jahr und haben 49 geschafft, dann brauchen Sie 50. Das heißt, es kann sein, dass dann die Indikationsstellung ein wenig lockerer wird, was natürlich nicht sein darf. Ja, aber das ist theoretisch denkbar. So, und dann sieht man in solchen Jahren, wo gravierende Veränderungen kommen, wie Mindestmengen, dass die Zahlen sukzessive ein wenig ansteigen. Die Operation von Norbert Postler läuft nach Plan. Für Karl-Dieter Heller und sein Team tägliche Routine. Bekommen Privatpatienten eigentlich auch bessere Prothesen als Kassenpatienten? Es gibt keinen Unterschied beim Implantat. Das wäre ethisch überhaupt nicht vertretbar. Das Implantat wird gewählt in Abhängigkeit vom Befund. Ja, wie ist die Bandsituation, wie ist die knöcherne Situation? Davon machen wir die Wahl des Implantats abhängig, in keinster Weise vom Versicherungsstatus. Nach gut einer Stunde Operation hat Norbert Postler ein neues Kniegelenk. Während Professor Heller bereits in einem anderen Operationssaal die nächste Implantation vorbereitet, wacht Norbert Postler schon langsam wieder auf. Knieprothesen bringen für die Kliniken schnelles Geld. Das verleitet dazu, mehr zu machen als nötig. Mit 170.000 Knieprothesen pro Jahr gehört Deutschland zu den europäischen Spitzenreitern. Das Problem des Systems ist, dass es Fehlanreize setzt. Sie können im Moment mehr Umsatz machen, wenn Sie mehr operieren, das heißt, wenn Sie die Menge ausweiten. Das heißt, es wird nicht die Qualität dessen betrachtet, was Sie tun, sondern es wird die Menge betrachtet. Wir fahren in die Niederlande. Auch hier gab es bis 2006 ein duales Krankenversicherungssystem mit privat und gesetzlich Versicherten. Dann führte das Gesundheitsministerium eine Einheitsversicherung ein. Ziel war es, das System gerechter für alle zu machen und die Qualität der Behandlung zu steigern. Unabhängig vom Einkommen bezahlt jeder im Durchschnitt 110 Euro für einen Basistarif monatlich. Der Arbeitgeber legt 6,65% des Bruttolohns dazu. Außerdem gibt es eine Selbstbeteiligung von 385 Euro pro Jahr. Universitätsklinik Groningen. Auch Metina Mulder hat eine Knieprothese bekommen. Heute, 2 Monate später, kommt sie zur Nachuntersuchung. Niedergelassene Orthopäden gibt es in den Niederlanden nicht. Auf einen Termin in der Klinik warten Patienten 1 bis 3 Monate. Wie in einem Amt geht die Reihenfolge hier nach Nummern. Alexander Burbohm hat sie operiert. 11.000 Euro bekommt die Klinik für die gesamte Knieprothese, einschließlich Vor- und Nachuntersuchung. 3.500 Euro mehr als bei der deutschen Fallpauschale. Das ist sehr flott. Ja. Und der Mund ist auch klingt sehr gut. Ja. Anders als in Deutschland bekommt die Klinik nicht mehr Geld, wenn sie mehr Knieprothesen einsetzt. Überflüssige Operationen sollen so vermieden werden. Ja. For this year. Für dieses Jahr und auch für letztes Jahr gibt es mit der Klinik eine Abmachung, dass wir 325 Hüft- und Knieprothesen einsetzen. Diese Zahl versuchen wir zu erreichen. Wenn wir mehr Knie operieren, können wir weniger Hüften machen. Wir sollten uns an diese Zahl halten, denn auch wenn wir mehr operieren, bekommt die Klinik nicht mehr Geld von den Versicherungen.
Medina Mulder hat eine Zusatzversicherung für Physiotherapie abgeschlossen. Denn das ist im normalen Basistarif nicht enthalten. Doch Krankengymnastik ist für Medina Mulder wichtig, damit sie nach der Operation wieder richtig laufen kann. Wenn Patienten wenig Geld haben, entscheiden sich einige, keine Zusatzversicherung abzuschließen. Damit haben sie weniger Physiotherapie nach einer Operation und das führt zu schlechteren Behandlungsergebnissen. Das stimmt. Auch das niederländische System hat Nachteile. Unter anderem die ungewohnte Selbstbeteiligung. Es hat sich gezeigt, dass dadurch viele Kranke gar nicht mehr zum Arzt gehen. Dieses Jahr habe ich schon die gesamten 385 Euro Selbstbeteiligung bezahlt. Für mich macht das keinen Unterschied. Ich kann es bezahlen. Aber es gibt viele Menschen, die können es nicht bezahlen. Komfortzimmer oder exklusive Chefarztbehandlung abgeschafft. Jeder wird gleich behandelt. Mit 11.000 Euro Fixpreis pro Knieprothese können die Kliniken gut auskommen. Ich glaube, der Vorteil von einem Festpreis ist, dass man eine bessere Kontrolle über das Geld hat, das im Gesundheitssystem im Umlauf ist. Außerdem wird mehr die Qualität belohnt und der Arzt arbeitet nicht in erster Linie, um nur Geld zu verdienen. Anders als in Deutschland haben die niederländischen Ärzte offenbar nicht den Druck, möglichst viel zu operieren, sondern möglichst gut. Deutschland ist inzwischen das einzige Land in Europa, das noch ein duales Krankenversicherungssystem hat. Natürlich braucht man nicht zwingend ein duales System. Aber im Moment lebt das System davon. Das heißt, das, was an Privateinnahmen mehr kommt, wird mitverwandt, um auch gesetzliche Patienten optimal zu behandeln. Wenn ich aber wie in den Niederlanden 11.000 Euro Fallpauschale bekomme, dann bin ich ja optimal entlohnt für das, was ich tue. Und dann brauche ich im Zweifel auch dieses duale System nicht. Aber das deutsche System basiert im Moment darauf. Zurück in der Braunschweiger Klinik. Der erste Tag nach der Knieoperation von Ilse Marie Süßkind. Schönen guten Morgen, Frau Süßkind. Ich bin der Herr Grabner von der Physiotherapie. Hallo. Schönen guten Morgen. Wie geht's Ihnen? Naja, ich habe sehr Schmerzen im Knie. Ja. Am Tag nach der Operation bekommt die 73-Jährige schon die erste Krankengymnastik. Knie durchdrücken und eins. Genau. Fußzieh hoch. Das ist in der Pauschale von 7.559 Euro enthalten, die das Krankenhaus von der Versicherung erhält. Dann soll sie das erste Mal aufstehen und gehen. Und in den Stand. Genau, beide Beine parallel nebeneinander setzen. Fangen wir schon so ein bisschen an zu schwitzen. Einmal ja, den genau. Linke Bein noch mal ein Stück nach vorn setzen. Hinsetzen, 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 hinsetzen. Und durchatmen. Der Kreislauf macht noch nicht mit. Der erste Schritt mit dem neuen Gelenk muss noch warten. Auch nach der Operation bekommt die gesetzlich Versicherte nicht immer das, was die Krankenhäuser für Privatpatienten abrechnen können. Unterschiedlich würde sicherlich die Lymphdrainagetherapie stattfinden, die bei den Privatpatienten in der Regel täglich angewendet wird, um eben ein optimales Wundverhältnis auch zu schaffen, die Regeneration voranzutreiben. Und der gesetzlich Versicherte könnte davon auch profitieren, ist aber in der Regel nicht täglich von Lymphdrainage dann betroffen. So, na, alles klar? Ja, so einigermaßen. Ich hoffe, dass morgen noch besser geht. In den Krankenhäusern sind die Unterschiede zwischen den Privatstationen und den Normalstationen für die Patienten besonders offensichtlich. Insofern meine ich, dass es schon aus Gerechtigkeitsgründen sinnvoll wäre, eine Basis zu haben, in die alle einbezahlen, auch die finanziell Gutgestellten, damit insgesamt die Gesundheitsversorgung verbessert werden kann und damit sich nicht ausgerechnet diejenigen, die finanziell auch kraftvoll wären in einem solchen System, herausdefinieren können und im Prinzip eine private Versicherung abschließen können. Ich glaube, das ist ganz wichtig zur Befriedung, wenn man so will, zur sozialen Befriedung, hier eine gemeinsame, soziale und solidarische Krankenversicherung zu etablieren. Die Herzog-Julius-Klinik in Bad Harzburg. Eine Spezialklinik für orthopädische Rehabilitation. Ilse Marie Süßkind bei ihrem täglichen Training. Die Operation ist jetzt 3 Wochen her.
Mit dem Therapeuten lernt sie, wie sie mit Gehhilfen richtig die Treppen steigt. Wenn dann lieber mal kurz davor stehen bleiben, noch mal ordnen das Ganze. Wichtig ist, dass Sie die Stufen immer komplett nehmen, ja? Nehmen Sie die Stütze mit, genau, und dann geht's weiter. Wenn sie nach Hause entlassen wird, muss sie die Treppen in die erste Etage ihres Hauses locker alleine bewältigen können. Nehmen Sie die andere Stütze, sonst haben Sie einen Pascal. Ja? Ja, alles bestens gelaufen hier. Ich habe gerade gesagt, ist alles super. Super, wirklich. Auch mit meinem Knie. Noch ein bisschen Schmerzen, aber nicht mehr so schlimm. Ne? Nachts noch mal eine Tablette, aber gestern Abend habe ich keine genommen. Und ging gut. Also brauche ich nur noch eine nehmen. Aber hier sind wir noch nicht lange. Für den dreiwöchigen Aufenthalt in der Reha-Klinik bezahlt ihre gesetzliche Krankenversicherung eine Pauschale von 105 Euro pro Tag. Darin sind die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und alle Therapien enthalten. Auch die Wassergymnastik. Die Klinik handelt jährlich mit jeder Versicherung einen Festpreis aus. Zusätzlich muss Ilse-Marie Süßkind, wie im Krankenhaus, eine Tagespauschale von 10 Euro Eigenanteil an die Kasse zahlen. Die Narbe an ihrem Knie ist schon gut verheilt. In 2 Tagen darf sie endlich wieder nach Hause gehen. Norbert Postler ist gerade gestern in derselben Reha-Klinik wie Ilse-Marie Süßkind angekommen. Auch für ihn gibt es täglich ein volles Therapieprogramm. Ich bin der Norbert Postler. Die gehen aufs Laufband. Ja. Das wollten wir ausprobieren. Also, genau, ganz normales Gangbild. Sie sagen mir, wenn die Geschwindigkeit soweit erstmal in Ordnung ist. Wie sieht es denn jetzt eigentlich mit den Schmerzen aus? Schmerzen habe ich überhaupt keine. Das ist doch toll. Ja, und wenn Sie das so vergleichen, vor der OP, nach der OP? Unvergleichlich. Ja, viel, viel besser. Viel, viel besser. Hervorragend, das ist ja toll. Norbert Postler bekommt die gleiche Therapie wie die Kassenpatienten. Zusätzliche Abrechnungen kann die Klinik nicht geltend machen. Auch Zimmer und Essen sind für alle in der Reha-Klinik identisch. Nein, ist schon richtig. Mit der Gesundheit geht es bergauf, mit der Krankheit geht es bergab. Gut. Kleine Eselsbrücke, ja? Gut, auf geht's. Immer Stufe für Stufe. Ich würde noch nicht übertreten. Ja? Der Druck ist aber einfach noch ziemlich hoch. Auch mit den privaten Kassen handelt die Klinik eine Pauschale für die Patienten aus. 110 Euro bezahlt die private Versicherung hier für Norbert Postler pro Tag. Und damit kaum mehr als für Kassenpatienten. Norbert Postler weiß schon genau, was er macht, wenn das Knie wieder voll beweglich ist. Radfahren. Radfahren, das ist, habe ich früher eigentlich permanent gemacht, auch als ich noch gearbeitet habe, bin ich immer Rad gefahren, auch nach Feierabend, und das fehlt mir. Und das würde ich gern wieder machen. Und natürlich auch Angeln und ja, Musik sowieso. Ab und zu kommt der Chefarzt vorbei und untersucht Norbert Postler. Dafür kann er immerhin rund 150 Euro pro Woche in Rechnung stellen. Allerdings nur beim Privatpatienten. Boah, sehr gut. Über 120 Grad. Sehr gut. So wie schon gestern bei der Aufnahme. Alles sieht sehr gut aus. Im Endeffekt brauchen Sie diesen Pflaster nicht mehr. Für die Rehabilitationskliniken in Deutschland würde sich also nicht viel ändern, wenn es keine Privatpatienten mehr gäbe. Weil ich davon ausgehe, dass die jetzt noch privat versicherten Patienten morgen gesetzlich versichert sind, würden uns keine Patienten fehlen, die Betten wären weiterhin ausgelastet und die ökonomische Situation der Reha-Klinik nicht nennenswert verändert. Doch noch gibt es sie, die zwei Versicherungssysteme. Ilse-Marie Süßkind hat als gesetzlich Versicherte die gleiche Prothese wie der Privatpatient Norbert Postler. Der allerdings hat mehrere Zusatzleistungen und mehr Zuwendung erfahren. Dafür hat seine Kasse aber auch mehr an Ärzte und Krankenhäuser bezahlt. Zwei Patienten, zwei Versicherungssysteme. Die Gerechtigkeitsfrage stellt sich täglich neu. Bestimmt allein das Geld, was mit Patienten geschieht? Eine Reform scheint überfällig.